Einzigartig hier der Rasen, super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlauf dieser Partie. Ich hoffe, die Wetterfrösche haben sich auch nicht geirrt. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. Wir sind heute wieder zu... Aber sowas von deutlich, das ist Freistoß. Bayern München, das ist ja ein Team, das du schon so häufig beobachtet hast, Hansi. Was erwartet uns denn da so? Jetzt der Schuss. Klasse Parade. Messi hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkste. Gefährlich. Einfach mal nach vorne gedroschen. Perfekt antizipiert. Werner. Da ist die und der Ball ist über der Linie. Ein Weltklasse-Tor von Werner. Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz früh erzielt. Durch ihn. Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch einige Male an. Das hat er herrlich gemacht. Die Ballkontrolle, stark, wie er sich den Ball vorlegt. Klasse. Und dann dieser Abschluss. Bremen gerät in dieser frühen Phase bereits in Rückstand. Es geht über links. Alexandro sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Dembélé. Meine Güte, was spielen die hier für Kombination? Also der Gegner hat ja gar keine Chance. Und das sieht absolut souverän aus. Sie lassen den Gegner jederzeit soeben am Ball schnuppern. Aber dann kommt er doch nicht dran. Das kann ganz schön frustrierend sein, wenn du so vorgeführt wirst. Und der kommt an. David Beckham. Messi. Nutzt den Raum auf dem Flügel da sehr gut. Und immer wieder ab durch die Mitte. Das ist ihre Strategie. Heute wie so oft in letzter Zeit. Ein Lupfer. Ja, warum denn nicht? Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Gut rausgespielt. Johan Cruyff. Die Chance, das muss es sein. Jetzt Leco Mio, der schlägt ja ein, mein lieber Schwan. Das ist einfach ein kleiner Samba-Tanz im 16-Meter-Raum, aber es sieht gut aus. Das hat er ganz stark gemacht und er belohnt sich selbst mit dem Tor. Wir sind auf Remis-Kurs. Fast alle Experten haben vorher gesagt, das sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Wir blicken auf die Anzeigentafel und wir stellen fest, die Experten haben recht gehabt. Und ab geht die Post. Der sieht gut aus. Beckham. Ruben Neves. Nein, das wird nichts, wobei es ja ganz vielversprechend aussah. Verliert den festen Stand. Alexandro ist körperlich einfach unterlegen. Nee, da ist schon wieder Endstation. Da war er voll auf der Höhe. Freistoß FC Bayern. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen.
Alexandro. Da ist die Chance. Messi. Ball ist über der Seitenauslinie. Da wird das Bein immer länger. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Savic. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Cristiano Ronaldo. Zanetti. De Jong. Messi. Beckham. Die Gelegenheit für Werner. Timo Werner. Da ist er noch dran. Und der Pass, das Riesentor für den FC Bayern München. Es ist die erneute Führung. Die perfekte Harmonie zwischen den Angreifern. Sie spielen den Doppelpass. Sie spielen ihn perfekt. Sie machen das Tor. Jetzt sind sie vorne. Der Typ hat's einfach drauf. Und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Abschluss! Eine Glanzleistung des Keepers. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Der Passversuch. Johann Cruyff. Dembélé. Messi. De Jong. Damit ist die erste Halbzeit schon beendet. Die Zuschauer haben bezahlt und sie bekommen eine Menge geboten für ihr Geld. Tore, spektakuläre Szenen und vielleicht das Gleiche nochmal in Halbzeit 2. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Bremen muss natürlich sich vor Augen halten. Cristiano Ronaldo. Das ist ein Torwart, das ist ein Torwart. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Ousmane Dembélé. Werner, Timo Werner. So knapp. Ja, da wäre mehr drin gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Sergio Ramos. Koulibaly. Sterling. Guter Lauf auf der linken Außenbahn. Genauso läuft man. Das könnte was werden. Johann Cruyff. Es fehlten nur Millimeter zum Tor. Was für ein Pech. Der Ball hätte im Tor landen müssen und dann steht der Pfosten im Weg. Ganz, ganz bitter. Zanetti. Piqué. Ab auf die linke Seite. Messi. Dembélé.
Hat unglaublich viel Platz da draußen. Was macht er damit? Bayern München ist direkt wieder im Ballbesitz. Kommt der an? Er ist nicht im Abseits. Die Abwehr, die hat er da klar stehen gelassen. Alexandro. Sie liegen immer noch hinten und so langsam läuft ihnen auch die Zeit davon. Ruben Neves. Hier ist Messi. Beckham, ab auf die Außen. Zanetti. Da stand. Und drin ist er! Der Schiedsrichter sagt, kein Tor. Die Fahne des Linienrichters kam sehr spät, aber eben nicht zu spät. Auch der Unparteiische hat etwas gebraucht, um das zu realisieren. Aber sie lagen richtig. Der wird also nicht zählen, das Spiel geht weiter. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Genau so müssen Sie die Sache jetzt angehen. Jetzt müssen Sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Das sehe ich ganz genauso. Sterling. Javier Zanetti. Jetzt könnte was gehen. Er hat ihn einfach stehen lassen. Christian, ein super Tor. Sie haben die nötige Mentalität, sie haben die nötige Moral. Und wenn sie hinten liegen, dann drehen sie erstmal richtig auf und werden dafür mit diesem Tor belohnt. Absolut beeindruckend. Das ist schon merkwürdig. So viele stellen sich ihm entgegen, aber wenn er einen guten Tag erwischt hat, dann kannst du ihn nicht bremsen. Beide Teams wechseln. Es ist ein irres Fußballspiel. Der absolute Wahnsinn. Es ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem... Er trifft ihn! Kane. Spielverlagerung auf die linke Seite. Ruben Neves verlagert das Spiel. De Jong. Raus auf die linke Bahn. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ruben Neves. Ruben Neves hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Da ist vielleicht mal der Trainer gefordert, etwas mehr Konzentration einzufordern. Die Passgenauigkeit ist miserabel. Bayern München
Geh gleich, mein lieber Mann, vorne mal so richtig drauf. Also das ist mal Gegenpressing vom Allerfeinsten. Der Gegner erobert den Ball und bevor er sich überhaupt nur Gedanken machen kann, was er damit anstellt, bist du schon wieder da. Und wenn du dann den Ball zurückeroberst, dann wird's natürlich richtig gefährlich. Die Frage ist nur... Und Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Unglaubliche Comebacker-Qualitäten, die diese Mannschaft hat. So macht das Spaß. Das kann man sich angucken. Genau darauf haben wir gewartet. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Harry Kane, das Schlitzohr. Johan Cruyff hat eine Idee. Schießt ihn aufs Tor. Ja, der ist drin. Ein absolutes Zaubertor. Ist es das, war's das oder was erwartet uns noch? Was für ein Lupfer. Weltklasse, ein perfekter Abschluss und die Zuschauer sind außer sich. Und damit dürften die Dinge hier komplett geklärt sein. Und ein Schuss. Ganz misslungener Schuss. Der Schlusspfiff, das war's für Sie. Dieses Spiel war ein echter Krimi mit einer einzigartigen Aufholjagd. Hat man das Spiel noch umgebogen? Was nehmen wir aus dieser Partie mit, Hansi? Sie haben den Sieg eingefahren, das, weil Sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Bevor wir gleich nach Hause gehen, möchte ich mich noch bei Hansi Küpper für seine treffenden Analysen heute Abend bedanken. Ebenfalls. Vielen Dank.